Dass im Fernsehen nicht immer alles so ist, wie es scheint, ist wohl jedem bekannt. Immer häufiger wird getrickst und gefaked. Nur damit es am Ende noch ein bisschen unterhaltsamer ist. Willkommen bei Wissenswert. Wir untersuchen heute drei Sendungen, bei denen mehr gestellt ist, als man vielleicht denkt. Ebenfalls sagen wir euch auch, wie die großen deutschen Fernsehshows wirklich ablaufen. Viel Spaß mit dem Video. Beginnen wir mit Wer wird Millionär? Die Sendung ist eine der beliebtesten TV-Shows in Deutschland und jede einzelne Folge schafft es auch heute noch, 20 Jahre nach der Premiere, Millionen Menschen vor den Fernseher zu locken. Der Ablauf einer Wer wird Millionär-Sendung ist eigentlich immer gleich. Es beginnt mit mehreren Kandidaten auf dem Stuhl, die kurz mit einer kuriosen Anekdote vorgestellt werden. Dann startet die erste Raterunde, bei der Kandidaten möglichst schnell alle Antworten richtig sortieren müssen. Der schnellste Teilnehmer schafft es dann sofort zu Jauch auf den Begehrten. Stuhl. Anschließend wird noch die Spielvariante festgelegt und das Raten beginnt. Falls der Kandidat bereits erst gegen Ende der Show auf den Stuhl kommt, kann es oft dazu kommen, dass die Sendung einfach mitten im Spiel unterbrochen wird. Der Kandidat muss dann für die nächste Aufzeichnung erneut wiederkommen. Sollte er während der Sendezeit zum Ende kommen, gratuliert ihm Jauch und der Kandidat verlässt die Bühne. So kennen wir die Sendung. Doch wie echt ist die beliebte Rateshow eigentlich wirklich? Kommen wir zum Fake-Check und beginnen mit dem Weg der Kandidaten zur Sendung. Einem Kandidaten zufolge fängt die Bewerbung für die Teilnahme bei Wer wird Millionär mit einem Telefonquiz an, in dem 5 Fragen gestellt werden. Diese haben es ganz schön in sich. Zum Beispiel: Der König welchen Landes eröffnete 1994 die Olympischen Winterspiele? Oder wie viele Unternehmensinsolvenzen gab es im Monat Dezember 2011 in der Bundesrepublik Deutschland? Wer sich jetzt denkt, wie soll man das beantworten können, dem sei gesagt, man soll es vermutlich gar nicht wissen können. Laut einem Ex-Bewerber kommt man nämlich sogar weiter, ohne auch nur eine einzige Frage richtig zu haben. Vermutlich probieren die Macher einfach zu verhindern, dass Personen teilnehmen, die professionell für Quizze trainieren oder einfach extrem begabt sind, denn ein Gewinn der Sendung wird schließlich nicht gerade günstig für den Sender. In den nachfolgenden Gesprächen geht es dann auch um Persönliches. Ein Teilnehmer berichtete, dass ein Mitarbeiter fast eine Stunde lang mit ihm über sein Leben sprach. Vermutlich wird somit versucht, eine möglichst fernsehtaugliche Person zu casten, damit Günther Jauch auch einen interessanten Gesprächspartner erhält, der kuriose Anekdoten erzählen kann. Wenn man alles geschafft hat und sich erfolgreich qualifiziert, hat man nun die Möglichkeit, im Studio als Kandidat teilzunehmen. Das erste, was den meisten dort direkt auffällt: Das Studio, was im Fernsehen immer relativ groß erscheint, ist in Wahrheit extrem klein. Zuschauer sitzen sehr dicht aneinander und um überhaupt als Zuschauer im Publikum sitzen zu dürfen, kann schon mal sehr viel Zeit vergehen. Laut Produktionsfirma können Tickets auch schon mal erst 4 Jahre nach der Bewerbung zugestellt werden. Für die Kandidaten der Show geht es schon früh los. Am Mittag finden sie sich im Studio ein, wo sie dann von einem Mitarbeiter auf die Show vorbereitet werden. Ihnen wird gesagt, dass sie nicht sofort eine Antwort fortsagen sollen, wenn sie sie wissen, sondern diese möglichst noch etwas ausschmücken und mehr dazu erzählen. Das liegt vor allem daran, dass viele Zuschauer gerne mitraten möchten und die Spannung somit nicht zerstört wird. Die Kandidaten spielen dann eine Raterunde gegen einen Mitarbeiter, der die Rolle von Günther Jauch einnimmt. Laut der Bild-Zeitung dürfen die Kandidaten den Moderator selbst nicht sehen bis kurz vor der Sendung. Günther Jauch gibt jedem kurz vor Aufnahme nur kurz die Hand. Ein Gespräch oder Fotos sind streng verboten, damit keine Absprachen entstehen können. Erst dann, nach langem Warten, geht es für die Kandidaten endlich los. Auch wenn im Fernsehen der Kandidat immer sofort nach dem Bestehen der Auswahlrunde zu Jauch rennt und sich dann auf den Stuhl setzt, läuft es in der Realität ganz anders ab. Wenn jemand die Raterunde als Erster schafft, kommt er zu Jauch und die Sendung wird erstmal pausiert. Der Kandidat kommt in die Maske, wird verkabelt und dann, nach einiger Zeit, kommt er endlich auf den Stuhl. Beim Raten ist eigentlich fast alles authentisch. Allerdings setzen die Produzenten alles daran, dass das Quiz möglichst langsam vorangeht und es immer wieder zu Gesprächen zwischen Jauch und dem Kandidaten kommt. Um dieses Gespräch für die Zuschauer noch interessanter zu machen, erhält Jauch alle gesammelten, kuriosen Informationen aus dem Leben seines Gegenübers, die er dann nach Laune ansprechen kann. Sollte die Quizrunde länger dauern, als die Sendezeit zulässt, ertönt der Gong.
Doch statt, dass dann nun alle nach Hause gehen, wie man es im Fernsehen vermuten würde, ziehen sich alle Studiozuschauer, wie auch der Kandidat und Jauch selbst, einfach um. Es wird so getan, als wäre nun ein neuer Tag. Dabei ist weiterhin derselbe Abend. Wenn ein Teilnehmer dann gewonnen hat, geht er hinter die Bühne, wo ihn dann ein Mitglied der Fernsehcrew erwartet und ihn entweder tröstet oder auch mit ihm feiert. Das gewonnene Geld erhalten die Kandidaten daraufhin im Anschluss. Doch streng genommen kann man bei Wer wird Millionär eigentlich gar nicht wirklich Millionär werden. Denn da man durch das Beantworten der Fragen eine eigene Leistung erbringt, muss der Gewinn dafür versteuert werden. So kann aus einer Million auch schnell mal nur knapp die Hälfte werden, wenn man in der Steuererklärung siebenstellige Einnahmen verbuchen muss. Übrigens, wenn ihr bei der Erstellung eurer eigenen Steuererklärung Zeit und vor allem Geld sparen wollt, können wir euch die App TaxFix empfehlen. TaxFix hilft euch ganz bequem, mit dem Smartphone eure Steuererklärung zu machen. Und zwar ganz ohne lästige Formulare, nur indem ihr ein paar einfache Fragen beantwortet. So könnt ihr euch also kinderleicht eure Steuerrückerstattung von durchschnittlich 974 Euro sichern. Unter dem Link in der Videobeschreibung findet ihr die App. Und mit dem Code Wissenswert at TaxFix sichert ihr euch nochmal 25% Rabatt. Kommen wir jetzt zur nächsten Sendung in unserer Liste, und zwar Berlin Tag und Nacht. Und ja, wir wissen, was ihr jetzt denkt. Berlin Tag und Nacht ist natürlich fake. Das stimmt auch. Aber wie genau wird bei der Serie eigentlich gefaked? Und was ist vielleicht doch echter, als man vielleicht denkt? Bei Berlin Tag und Nacht dreht sich alles um das Leben der Bewohner einer großen WG mitten in der Hauptstadt, wo dem Zuschauer teilweise sehr private Einblicke in den Alltag ermöglicht werden. Die Sendung wird von RTL 2 selbst als Scripted Reality Format beschrieben. Es ist also keine Sendung, in der echten Menschen echte Dinge passieren, sondern alle gezeigten Personen folgen einem vorgegebenen Drehbuch. Die Darsteller, die bei Berlin Tag und Nacht auftreten, sind häufig nicht mal professionelle Schauspieler, sondern sogenannte Laiendarsteller. Schauspielerei ist für sie also nur ein Hobby. Selbst große Rollen, wie etwa die des Joe Möller oder der Alina Schmitz, werden von Laiendarstellern gespielt. Der Grund dafür, dass RTL 2 keine professionellen Schauspieler einstellt, liegt vermutlich auch in der Bezahlung. Denn trotz der großen Popularität der Sendung verdienen die Darsteller keine fernsehtypischen Gehälter. Laut dem Vermögen-Magazin erhalten die Schauspieler in der Sendung etwa 4000 Euro brutto im Monat. Je nach Größe der Rolle kann es aber auch deutlich weniger sein. Obwohl alle Geschichten und sämtliche Handlungen der Serie frei erfunden sind, setzt RTL 2 alles daran, die Sendung so echt wie möglich erscheinen zu lassen. So werden beispielsweise immer wieder Facebook- und Instagram-Posts von den Serienrollen der Schauspieler verfasst, die zeigen sollen, dass sie quasi auch nach der Ausstrahlung der Sendung in ihrer Rolle weiterleben. Dort werden dann auch mal scheinbar private Chatverläufe oder persönliche Gedanken gepostet, die nochmal die Wirkung verstärken sollen, dass alles, was in der Sendung gezeigt wird, auch wirklich echt ist. Auch die Drehorte, wie bestimmte Bars oder Diskotheken, existieren häufig auch in echt, was die Glaubwürdigkeit der Sendung nochmal erhöht. Dieser Mix aus Fiktion und Realität hat vor allem aber für die Darsteller auch Schattenseiten. Wie die Ex-Darstellerin Marieke mitberichtet, war der Grund, der sie dazu bewegte, die Sendung zu verlassen, dass man jeden Tag am Set aufhörte, man selbst zu sein und permanent eine Rolle spielen musste. Diese Rolle hatte dann auch ständig extreme Emotionen, wie Wut oder Trauer. Sie fand es anstrengend und sagte, dass auch zunehmend eine negative Energie am Set entstand, die sie schließlich dazu bewegte, aufzuhören. Aber wie läuft eigentlich ein Dreh von Berlin Tag und Nacht genau ab? Auch am Set zeigt sich, dass die Serie echter sein will als klassische Doku-Soaps. Laut dem Tagesspiegel werden die Darsteller von der Crew am Set mit ihren Seriennamen angesprochen. Und selbst die Drehbücher sind so kurz gehalten wie möglich, um den Darstellern eine möglichst große Freiheit in der Umsetzung zu erlauben. Dialoge werden zum Beispiel gar nicht vorgegeben und können vollständig improvisiert werden. Auch wenn die Serie häufig als Trash-Format in den Medien heftig zerrissen wird, so ist sie durchaus innovativ in ihrer Machart. Ob das jedoch gut oder schlecht ist, könnt ihr ja mal selbst beurteilen. Was ist eure Meinung zu Berlin Tag und Nacht und anderen ähnlichen Shows? Schreibt's uns doch mal in die Kommentare. Kommen wir auch schon zu unserer letzten Show für heute. Immer wieder zeigen Spartensender wie Sport1 oder D-Max heutzutage Shows, in denen Lagerhallenfunde versteigert werden. Die größte und populärste dieser Sendung ist die amerikanische Show Storage Wars. Das Konzept der Sendung beruht auf einer Regel, die besagt,
gesagt, dass Lagerhallen, deren Miete seit Monaten nicht gezahlt wurde, samt ihrem gelagerten Inhalt wieder dem Eigentümer der Halle gehören. Dieser versteigert dann den Inhalt in einer Auktion, bei der Freiwillige mitbieten dürfen. Wichtig ist, dass sie nur kurz und von außen die Objekte in der Lagerhalle begutachten, um so möglichst wenig über den genauen Wert erfahren zu können. Danach wird geboten und im Anschluss können die Händler begutachten, welche Schätze sie nun besitzen. Häufig stellt sich am Ende heraus, dass viele Dinge überaus wertvoll sind und es nur gelegentlich zu Verlusten der Händler kommt. Aber wie echt ist Storage Wars eigentlich wirklich? Wenn man den Aussagen von Dave Hester, einem Händler, der regelmäßig in der Serie auftaucht, Glauben schenkt, dann ist die Sendung komplett gefaked. Dave Hester ging sogar gerichtlich gegen den amerikanischen Sender A&E vor und hatte einige schlagkräftige Argumente. Laut ihm sind die Lagerräume in der Serie häufig schon durch den Sender präpariert und werden oft auch in Absprache mit den Vermietern der Räume erst mit wertvollen Gegenständen versehen. Ebenfalls kritisierte Hester, dass andere, unbekanntere Bietende bei den Auktionen vom Sender ein Budget zur Verfügung gestellt bekommen. Der Sender verteidigte sich gegen die Aussagen mit der Berufung zum Recht auf freie Meinungsäußerung. Ob eine Lüge jedoch nur eine Meinungsäußerung ist, bleibt allerdings umstritten. Das war's auch schon mit Wissenswert für heute. Wir hoffen, wir haben mit diesem Video jetzt keine großen Illusionen zerstört. Da übrigens schon am 31.07. die Abgabefrist für die Einkommenssteuererklärung ist, wollten wir nochmal auf die App von TaxFix hinweisen, die ihr mit unserem Code Wissenswert at TaxFix bis zum 31. sogar 25% günstiger bekommt. Das war's jetzt auch mit diesem Video. Wir sehen uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Macht's gut!